Ein Puzzle für Fortgeschrittene ist die Rialto-Brücke von Team Gelb. Beim venezianischen Original dauerte die Fertigstellung 3 Jahre. Ja, es sind schon am Anfang viele Teile, die wir müssen zurechtschneiden. Und wir machen die Brücke ja nicht nur von der vorne Ansicht, sondern wir machen sie wirklich 3D. Also die ist genau so 1:1, wie sie sonst auch ist. Über 630 Jahre betrug die Bauzeit des Gebäudes, das Team Rot kopiert. Der Kölner Dom stand eigentlich gleich fest, weil der doch sehr zentral im Herzen von Köln steht und das Nonplusultra-Wahrzeichen für Köln ist. Mit ihrer maßstabsgetreuen Nachbildung des Doms zeigen Lena und Dominik Präzisionsarbeit. Zu dem aus 8 Kilo Zartbitterkuvertüre bestehenden Schaustück präsentieren sie eine aromatische Hommage an die Rheinstadt. Ich war nicht weit von da geboren und bin da drinnen getauft worden. In der Kirche. In der Kirche? Ja, im Dom. Das kann nur ein gutes Zeichen sein. Bei Team Grün poppt Veronika das nächste amerikanische Klischee auf. Während sich Fassadenbauer Alexander ums Chrysler Building kümmert. Und Team Lila gießt seinen Berliner Fernsehturm weiter. Super! Genau das passiert, was nicht passieren sollte. Anne? Ich hab's mitbekommen. Normal halt, ne? Wir halt. Team Berlin halt, ne? Team Chaos. Was machst du denn mit dem? Ich hab mal eine ganz neue Technik ausprobiert. Erzähl mir. Nee, es ist tatsächlich schiefgegangen. Wir müssen auch neu machen. Okay. Günther weggehen lieber. Ja, ja. Kaum passiert was, machst du Scheiße, kommen die Chefs um die Ecke. Und ist aber immer so, ist so ein Phänomen. Die haben da so ein Radar für. Nochmal von vorne. Team Schwarz versteinert nun Kakaobutter und Kuvertüre. Ich mache jetzt hier im Grunde genommen die Grundplatte für unser Schaustück. Das wird dann nachher einfach eine Granitplattenoptik. Also sieht im Grunde genommen nachher so aus wie meine Arbeitsfläche hier. Die Masse nur noch glatt ausstreichen, dann kann sie in die Kühlung. Womit ist Dominik von Team Rot beschäftigt? Ich bereite jetzt gerade unseren Pistazienfinanzier vor. Das gibt unser gebackener Anteil in unserem Liveplating. Und das symbolisiert ein bisschen die Farbe Grün und assoziiert man auch die Parks, wo es in Köln gibt. Die nächste italienische Assoziation hat Team Gelb auf dem Herd. Buchweizen wird bei uns in Südtirol viel angebaut noch, auch in Italien. Und damit haben wir schon eine erste Verbindung mit Südtirol und Italien. Die Deutschlandreise von Team Schwarz macht jetzt Zwischenstopp in Hessen. Genauer gesagt am Main. Den Frankfurter Kranz war mir wichtig, weil wir diese Deutschlandreise machen und ich gebürtiger Frankfurter bin. Deswegen habe ich gesagt, ich muss das mit auf die Platte aufnehmen. Wie die Profis die von der Jury verlangten 10 Patisserie-Köstlichkeiten interpretieren, ist ihre Entscheidung. Das gilt auch für den Aufbau der Schokoladenschaustücke. Es soll mehr so eine offene Struktur werden, wie so ein Gasbetonstein im Grunde genommen. 25 Kilo Schokolade bilden das Fundament des Chrysler Buildings. Hey, da ist er, der Sockel. Was mir bei Team Grün fehlt, das ist Gefühl. Und da liegen also 25 Kilo Schokolade irgendwo im Boden drin. Ich sehe den Nutzen nicht davon. Die kleinteiligere Bauweise der Wahrzeichen von Venedig und Köln weiß dagegen schon mehr zu beeindrucken. Team Rot und Team Gelb sind ungefähr auf demselben Niveau. Weil ich sehe dünne Schokolade, die bedeutend schwieriger zu arbeiten ist, viel mehr Teile, die zusammenpassen müssen. Team Schwarz holt jetzt die ausgehärteten Schokobeeren aus dem Winterschlaf. Nee, ist Arm ab. Aber besser Arm ab als Arm dran, ne? Da könnte die Jury anderer Meinung sein. Liebe Profis, für euer kulinarisches Programm habt ihr gleich noch 4,5 Stunden Zeit. Also Halbzeit. Halbzeit. Läuft bis jetzt ganz gut. Müssen wir Anne, ne? Ich will Gas geben. Auch Team Rot gibt Gummi. Bei der flexiblen Schokoladenganache kommt es hauptsächlich auf die Agar-Agar-Konzentration an, weil die macht es so, dass die Konsistenz so flexibel ist. Was hat die später elastische Espresso-Ganache mit Köln zu tun? Erstens soll die Ganache die Brücken darstellen, aber auch vom Geschmack wegen ein bisschen an die Cafés erinnern.
deswegen haben wir es mit Kaffee aromatisiert. Bei Team Gelb sind die Aufgaben weiterhin klar getrennt. Oliver errichtet die Rialto-Brücke, Helmut liefert die Live-Plating-Elemente. Das wird ein Schokoladen-Balsamico-Kaviar und den verwenden wir nur so als Deko. So nebenbei. Da will sich wohl jemand extra Punkte verdienen. Keine Sonderdeko, sondern eines der 10 geforderten Patisserie-Elemente steht nun bei Team Lila an. Ich kümmere mich jetzt gerade um unsere Sago-Hippe. Das ist jetzt das Waldmeister-Sirup, das brauche ich dafür. Dann haben die Sago-Perlen so ein bisschen diesen Waldmeister-Geschmack mit dabei. Es grünt auch bei der Konkurrenz in Grün. Alexander bereitet das Apfelgel für den Big Apple-Besuch vor. Bei Team Schwarz gibt es jetzt die Frankfurter Kranzinterpretation und den fertigen Schoko-Gasbetonstein zu bestaunen. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Stein der Berliner Mauer, da normalerweise in unserem Beruf es ja eher darum geht, halt exakt zu arbeiten. Und genau hier ist genau das Gegenteil der Fall. Gewollt unvollkommen. Auch die Waldmeister-Hippe symbolisiert Mauerstücke. Jetzt mache ich unseren Hippentest, ob die Hippe was geworden ist. Wenn sie ausknuspert und nicht auseinanderfällt, ist alles okay. Also ist aufgeploppt. Nur noch überschüssiges Fett abtupfen, fertig. Hippe gibt's auch im Kölner Live-Plating. Welches New Yorker Patisserie-Element bearbeitet Team Grün? Das ist unser salziger Popcorn-Krokant. Den rühre jetzt so weit wie es geht, ganz dünn aus. Dann so die knusprige, splittrige Komponente. Bei Team Gelb wird Cantuccini-Teig geschnitten. Und Team Lila prostet sich gleich preußisch zu. Qualitätsprüfung ist für Profis schließlich unerlässlich. Ja, wir müssen erst mal probieren, ne, ob das nicht schon schal geworden ist. Was muss, das muss. Dann, Prost. Wie lautet das fachkundige Urteil? Schmeckt noch. Ist gut, können wir verwenden. Mit einer Calamansi-Mousse macht Team Rot weiter. Aromatisch ist die Frucht eine Kreuzung aus Kumquat und Mandarine. Für das Calamansi-Mousse haben wir uns entschieden, weil das noch mal ein bisschen eine Säure mitbringt, was Frisches. Und gerade Köln ist ja wirklich eine frische, lebendige Stadt. Und das gibt noch mal ein bisschen einen Kick. Auch das zitronengelbe Team tischt beim Live-Plating einen frischen Kick auf. Die Amalfi-Zitrone, die wächst nur im Süden Italiens und sie ist vom Geschmack her sehr intensiv. Nicht so säuerlich, aber sie schmeckt extrem fruchtig. An mit Zucker, Pflaumensirup und Preiselbeersaft aufgekochtem Kirschbrand verbrennt sich Alexander gleich die Finger. Aua. Ja. Scheiße heiß. Es gibt so gewisse Sachen, die hasst man einfach. Wie kochend heiße Sachen in die Hand nehmen. Aua. Auch Team Grün muss auf seine Finger aufpassen. Das ist so ein Granny Smith Apfel, ein bisschen saurer Apfel. Und da mache ich einen Bratapfel-Ragout. Das wird dann der Kern von unserem Törtchen und außenrum kommt dann ein Cheesecake-Mousse. Was bietet die Haute Cuisine von Berlin? Ich mache Rhabarber, Erdbeer, Rote Beete-Ragout. Um noch ein bisschen Festig und Bissigkeit da reinzubekommen, machen wir die Rote Beete. Hat auch dieses Erdige, dieses typische Alt-Berliner so, ne? Team Gelb will ebenfalls fruchtigen Lokalkolorit widerspiegeln. Südtirol ist einfach als Apfelland bekannt. Und bei uns wächst eigentlich jede Sorte, weil das Klima reicht bei uns von Mediterran bis Deutschland. Aber das zeigt ihr jetzt nicht, gell? Die Reise von Team Schwarz führt auch in Deutschlands nördlichste Millionenstadt. Mit einem etwas anderen Rollmops. Ich habe eine Zeit lang in Hamburg gelebt. Und für Hamburg steht nun mal die Äpfel aus dem alten Land. Und deswegen haben wir da einen aufgerollten Apfel mit Karamellcreme. Die ebenfalls fertig ist. Die einst größten Bauwerke der Welt waren sowohl der Kölner Dom, den Team Rot baut, als auch das New Yorker Chrysler Building, das bei Team Grün in den Himmel wächst. Christian scheint letzteres Sorgen zu bereiten. Du hast dieses Riesengebäude und eventuell geht dein essbarer Anteil unter. Und das ist nicht zu unterschätzen. Der geschmackliche Part in dieser Aufgabe sind Minimum 50%.
Wir brauchen mehr Leiter. Katja von Team Lila wickelt den Großteil ihres Berliner Fernsehturms aus. Team Schwarz holt Deutschlands höchstes Gebäude dagegen in Einzelteilen aus der Silikonform. Aber die sind schnell zusammengeklebt.